Hallo Ladies, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute habe ich meine Abschminkroutine für euch und am Ende wartet noch eine Verlosung, also bleibt unbedingt dran. Das allererste, was ich mache, wenn ich abends ins Bad gehe, ist meine Haare zusammenzubinden, damit sie mir nicht ins Gesicht hängen. Und danach mache ich meinen Schmuck raus. Ich trage meistens Ohrringe. Als erstes schminke ich mich mit den 3-in-1 pflegenden Reinigungstüchern von BB ab für empfindliche und trockene Haut. Meistens reicht mir ein Tuch für das ganze Gesicht und ich bekomme damit auch das Augen-Make-up sehr gut runter. Als allererstes gehe ich über mein ganzes Gesicht und danach nehme ich mir eine freie Stelle und gehe damit am unteren Wimpernkranz entlang und an den oberen Wimpern oben und unten, damit ich wirklich alle Mascara-Reste entferne. Dann mache ich mein Gesicht mit Wasser nass und gebe 3 bis 4 Pumpstöße von der Nourishing Cleansing Oil in meine Handfläche, verreibe das Ganze und verteile es danach im Gesicht. Obwohl es ein Öl ist, reinigt es das Gesicht so gut und ihr quietscht danach richtig. Danach trockne ich mein Gesicht vorsichtig ab und ich weiß nicht, wer es noch macht, aber ich muss mir jedes Mal, nachdem ich mir das Gesicht gewaschen habe, meine Nase putzen. Wer macht es noch? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Danach gebe ich den Ocean Toner von Kui Skincare auf mein Gesicht mit Rose Water and Marine Kelp und reibe es sanft in meine Haut ein. Als Augencreme verwende ich von The Emu Oil Well eine Moisturizing Eye Cream. Die Creme ist ganz fluffig, zart, fast wie ein Mousse, zieht sehr schnell in die Haut ein, pflegt aber wirklich gut, ist mit natürlichen Inhaltsstoffen und eignet sich auch sehr gut als Make-up-Grundlage. Ja, und mein Gesicht creme ich dann mit der guten alten Nivea Creme ein und das war's dann schon. Das ist meine aktuelle Gesichtspflegeroutine und jetzt komme ich zur Verlosung. Diese 3 Produkte wurden mir kostenlos zugeschickt und davon verlose ich diese beiden Sachen an euch. Ich hätte eigentlich auch noch das Cleansing Oil an euch verlosen sollen können, aber mir ist meine Flasche runtergefallen. Und da ich das ja für euch testen muss, musste ich dann die zweite Flasche nehmen, um es ausgiebig für euch zu testen. Und das tut mir wirklich im Herzen weh, weil ich finde das Cleansing Oil so gut. Ich hätte das nie gedacht. Das basiert ja auf einer Ölbasis und ist unter anderem mit Rizinusöl. Und ich hätte nicht gedacht, dass das Gesicht damit wirklich so sauber wird. Es wird so sauber, dass es quietscht und das ist mir persönlich ja immer besonders wichtig. Also das kann ich euch wirklich so sehr empfehlen und es tut mir wirklich leid, dass ich das jetzt nicht an euch verlosen kann, weil mir meine Flasche runtergefallen ist. Diese beiden Produkte sind beide von derselben Firma und zwar von Kui Skincare. Auch das Rosenwasser finde ich sehr angenehm. Ich wollte schon immer mal Rosenwasser ausprobieren und jetzt hatte ich die Möglichkeit dazu. Ich zeige euch mal meine Flasche. Ihr bekommt natürlich alles original verpackt. Und zwar ist das hier so ein Pump-Spraybehälter. Vorher solltet ihr ihn schütteln, dann auf eurem Gesicht aufsprühen, auf den Hals und auf dem Dekolleté. Dann könnt ihr es entweder sanft in die Haut einmassieren oder ihr nehmt es mit einem Wattepad oder Kosmetiktuch ab. Ich massiere es immer in meine Haut ein. Es duftet wirklich nach Rosen. Was vielleicht für einige von euch noch wichtig zu wissen ist, diese beiden Produkte wurden ohne Tierversuche hergestellt. Also ich mag sie wirklich sehr gerne und auch die Augencreme. Ihr könnt sie ja selber testen. Das hier ist eure original verpackte Packung, also die habe ich noch nicht aufgemacht. Das hier ist meine. Die hat so eine leichte und mousseartige Textur, zieht sehr schnell in die Haut ein, eignet sich deshalb auch wunderbar als Make-up-Grundlage, ist auch mit natürlichen Inhaltsstoffen. Ja, also diese beiden Sachen verlose ich an euch. Alle wichtigen Infos zur Verlosung stehen nochmal unten in der Infobox und ich werde euch auch alle Produkte unten in der Infobox verlinken. Falls ihr Interesse habt und euch für eines der Produkte interessiert, dann könnt ihr sie euch mal anschauen. Also das mit dem Öl, das ärgert mich wirklich und das war auch noch an einem Tag, an dem sowieso alles schief gegangen ist. Ich finde das so gut. Das ist übrigens auch ein Pumpspray. Ihr habt es ja in meiner Abschminkroutine schon gesehen. Ich gebe davon 3 bis 4 Pumpstöße auf meine Hand, verreibe es und verteile es dann im Gesicht. Und danach wasche ich es mit lauwarmem Wasser wieder ab und es funktioniert wirklich wunderbar. Euer Gesicht ist so gut gereinigt und ihr fühlt euch richtig sauber. Das Cleansing Öl ist ausschließlich mit guten Ölen hergestellt und das merkt man auch wirklich. Und ihr könnt es auch nehmen, wenn ihr fettige oder ölige Haut habt. Ihr müsst euch da keine Sorgen machen. Dieses Öl stellt quasi die Balance eurer Gesichtshaut wieder her.
Und es ist so angenehm und es ist, also ich hätte das echt nicht gedacht. In dem Cleansing Oil sind 60 ml enthalten und in dem Ocean Toner sind 120 ml enthalten und die Augencreme enthält 25 Gramm. Wenn ihr bei der Verlosung mitmachen wollt, schreibt mir unten in die Kommentare, mit welchen Produkten ihr euch im Moment abschminkt. Die Verlosung geht bis zum 21. Juni 2015. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, noch einen schönen Tag. Live like a lady. Tschüss! Heute geht irgendwie alles schief. Ich habe nämlich auch noch vergessen, Zucker drüber zu machen. Ich habe hier von meiner Mama so einen gemischten Zucker. Das ist Rohrzucker mit Vanille und Zimt.